Dann nehme ich ihn als Würde an, da wir nun eben beschlossen haben, uns um den Malma zu kümmern. Denn es kann nicht angehen, dass so nahe an Zorgern eine solche Gefahr lauert. Nun, bitte fühlt euch auf keinesfalls verpflichtet, diese Aufgabe zu tun. Ihr steht zwar mit 10.000 Dukaten, mit 100.000 Silbermünzen bei uns in der Kreide, doch ich glaube nicht, dass wir euch, auch wenn ihr Helden seid und den schwarzen Drachen besiegt habt, oder aber die anderen Heptarchen, es ist nichts, was wir euch aufzwingen wollen, sondern ihr könnt dies lediglich freiwillig erachten. Diese Aufgabe ist gefährlich. Daran hege ich keinen Zweifel, nachdem wir gehört haben, dass sich eine Pforte des Grauens unter dem Malma befinden soll. Aber seht es einmal so. Sollten wir uns als unfähig erweisen, euch den Malma vom Hals zu schaffen, dann hätten wir wohl auch kaum eine Chance gegen die Plagenbringer und Darion Paligan gehabt. Ihr werdet an der Aufgabe wachsen und sollte es euch gelingen, dann wird es euch sicherlich auch dazu befähigt sein, den Heptarchen Paligan zu besiegen. Wenn es einer schafft auf Aventurien, dann ihr. Denn ihr werdet mittlerweile mit ähnlichem Ruhme wie die 7 Gezeichneten überhäuft. Habt ihr doch derart viel erlebt und ihr Erbe angetreten. Dort, wo es ihnen nicht gelang, die Krone zu vernichten, wohl aber den Sphärenschänder zu verdrängen, habt ihr weitergemacht. Ihr schmeichelt uns. Wir tun es zu Ehren der Götter. Aber wo ihr gerade von der Krone sprecht, verzeiht mir, wenn ich dieses delikate Thema aufgreife, aber wie ist es in den vergangenen 2 Jahren um, nun ja, das Überbleibsel aus Oron ergangen? Eleonora nickt wieder freudig und ergreift dann das Wort, bevor Sybia das Ganze benennen kann. Sie liegt bei uns im Keller, wohl geschützt durch starke Wände, und lediglich das Königshaus hat Zugriff auf den Splitter, wohl aber kein anderer. Dafür haben wir gesorgt, bis wir einen Weg gefunden haben, wie wir den Splitter wegschicken können, bleibt er bei uns im Keller verschlossen. Das ist natürlich euch zu verdanken. Ja, sehr vernünftig. Können wir euch noch mit weiteren Gaben unterstützen? Der Segen sei uns zu diesem Zeitpunkt dank genug. Den sollt ihr bekommen. Die Herren Raya sei mit euch. Und mit euch, und Zar möge euch segnen und euren Nachwuchs. Möge er gesund und stark sein. Wieder lächelt sie sehr süffisant. Die Götter haben ein Auge. Ein Arm. Ich bin ein bisschen irritiert, aber ich dachte, lass mich nicht anmerken. Oh, aber jetzt sollten wir uns erstmal diesem wunderbaren Mahl widmen. Oh, das sieht ja fantastisch aus, was eure Hofköche da gezaubert haben. Oh. Baldachs, das falsche Besteck. Och, aber das ist doch ein Messer. Ja, nehmt die kleine Gabel dort. Aber warum? Nehmt sie einfach. Aber da kriege ich so wenig drauf. Nehmt sie einfach. Ah, na warum gut. Liegt hier denn so viel Besteck? Ja, währenddessen, Arkos hat bereits angefangen zu essen und wird dann einmal die Gabel wieder zurücklegen. Guckt euch dann an. Ich habe noch ein neues Raya Sutra, das kann ich euch gerne zeigen, nach dem Essen. Oh, das ist aber nett von euch. Sehr gerne. Ich besitze selbst eine Abschrift des Kunchama Raja Sutras. Währenddessen wird auch Eleonora einmal ihre Gabel beiseite legen und dann zu Rafim blicken. Und zwar, Rafim würfelt meine Menschenkenntnis. Oh, da bin ich halt grottenschlecht. Warum immer Rafim? Warum nicht mal Abel mir? 16 Punkte maximal Erschwernis, 10 Punkte über. Ja, sie blickt an deinen Muskeln herab. Du würdest sowas erkennen wie Lüsternheit. Sie blickt an deinen Muskeln herab.
Sagt Rafim, seid ihr bereits vermählt? Nein. Wir würden euch gerne die Würde zur Verfügung stellen, Rashbatana zu heiraten. Sie ist die Sultana von Palmyramis. Das ist ein faszinierendes Angebot. Sie ist eine herausragend aussehende Frau. Ein sehr heller alabasterfarbener Hautton. Ja, das ist ja eine... Sie ist herausragend aussehend, würde man in Palmyramis sagen. Das ist ein faszinierendes Angebot. Und dann würde Rafim Hilfe suchen mit seinem Ellenbogen, Zulamin 2-3 Mal in die Schulter hauen. Das ist ja ein faszinierendes Angebot. Helft mir. Das meine ich auch. Sie klatscht einmal und nach ungefähr einer Minute kannst du sehen, wie die Tür geöffnet wird, und zwar beide Flügel. Und eine Frau um die, du würdest sagen, 150 Stein schleppt sich auf ihren beiden Beinen durch die Tür und wird dann auf einer großen Liege Platz nehmen. Sie fächelt sich ein bisschen Luft zu mit einem Palmwebel, beziehungsweise lässt es dann machen von anderen Bediensteten und blickt dich dann über ihre geschminkten Augen aufreizend an. Kriegt kaum Luft, so wie sie da liegt. Sultana, es ist uns eine Ehre. Warte, das ist die Sultana, aber... Ich leg Boltags meine Feuerhand auf den Mund, bevor uns alle noch im Kopf und Kragen reden kann. Aber Maharani Shahi, was, wenn Rafim nicht zurückkehrt? Dann würde die Sultana zur Witwe. Wäre das nicht... Dann... In Anbetracht unserer gefährlichen Aufgabe. Nun, dann soll das Heldenblut weiterleben. Bevor ihr aufbrecht, schenkt mir doch ein Kind und besiegeln wir es so. Zulamin. Entweder sagt das jetzt nett oder ich sag's, wie ich das sagen würde. Eleonora sieht begeistert aus. Mir gehen die Ideen aus. Wenn ihr mögt, könnt ihr sogar hier im Palast heiraten. Ich muss Einspruch erheben. Erlan springt auf. Euer Erhabenheit. Sicherlich ist dies ein sehr großzügiges Angebot, aber es steht zu vermuten, dass Rafim hier nicht in der Lage ist, ein Kind zu zeugen. Jetzt schauen alle schockiert, überrascht. Würfel mal eine überredende Lügenprobe. Rafim auch. Rafim würfel eine Selbstbeherrschungsprobe. Ihm fällt gerade irgendwie so ein Stück Elefantfleisch aus dem Mund. Und aha. Oh, Fex, hilf mir, ich möchte das Mirakel. Das ist die Selbstwertungsprobe. Ich habe noch genau genug Karma dafür. Aber eine herausragende Lüge. Es ist, glaube ich, nicht selbstsüchtig, ich möchte ihrer Rafim helfen. Ja, das passt. Ist okay. Ja, das sind Treffer 15 sind 7, plus 5 sind 12. 13. Göttergefällige 13, überreden ist ein Gesellschaftstalent. Ja, Eleonora würfelt Menschenkenntnis um. 28? Das sind im Übrigen, also ich habe echte 23 DHP. Ja, die wirken gegen ihre Probe und sie ist halt herausragend gut, also ihre Menschen, 23 knackt sie auch nicht. Ja, genau, also ganz kurz, ihre Menschenkenntnis wäre dann Q7 und das schafft sie trotzdem nicht. Ich mache intern eine Notiz und möchte Raffinis auch non-verbal mitteilen. Ich überlege gerade, wenn sie Q7 hat, dann hat sie was für... Ich glaube 18. 18, ne? Dann gucken wir gerade mal. Dann hat sie 7 Punkte zu 18 und sie hat ein 18er THW. 18 plus 7? 25. Wow. Dann hast du 3 Punkte mehr. Also die Rechnung dahingehend war wichtig. Sie sieht dich sehr kritisch an und nickt dann langsam. Rafim, du kannst keine Kinder kriegen. Wie gesagt, ich möchte Rafim nonverbal vermitteln, dass er mir und noch viel mehr meinem Schutzpatron was schuldet. Schnauze halten, Greifenmund. Macht euch keine Vorwürfe, Maharani Shahi. Das konntet ihr nicht wissen, sonst hättet ihr dieses delikate Thema sicher nicht angeschnitten. Nein, natürlich nicht. Wie konnte ich so etwas wissen? Seid ihr verflucht? Seid ihr Schlachten mit dem schwarzen Drachen, ihr... Ja. Es wäre dem gütigen Mutter Travia doch gar zum Ungefallen, dies jetzt hier im Saal auszubreiten. Nun, da habt ihr wohl recht. Sie sieht zerknirscht aus, weil sie das Detail gerne wissen würde. Aber gibt sich damit zufrieden und auch die Sultana ist dann eher mit Essen beschäftigt.
als dass sie dann sich um Kinder von Rafim kümmert. So könnt ihr mit verkniffenen Gesichtern noch ein sehr, sehr langgezogenes Mahl einnehmen. Nicht, weil es viel zu essen gäbe, das gibt es zwar auch, aber vor allem, weil irgendwie diese peinlich berührte Stimmung dann noch so im Raum schwebt. Und dann könnt ihr euch nach dem Essen entweder mit Sybia al-Nabab noch beschäftigen oder mit Akosha sich das neue Raya Vademekum bzw. das Raya Sutra angucken. Der Abend ist vergnüglich. Noch ich möchte etwas, tatsächlich irgendwie ja, irgendwann in einer ruhigen, nicht unbedingt entfernt von anderen, aber in einer ruhigen Ecke, wenn gerade niemand so auf einer Armlänge entfernt sitzt, zu der Meinung von der Seite etwas anzischen. Herzliches Beileid. Ach so, ja, der Titel, tut mir leid, nach der Sache mit Rafim habe ich schon gar nicht mehr dran gedacht. Und so wie ich das verstehe, ist Vesira von Janka wurde ja ein Todesurteil auf Zeit. Ja, das klingt so. Aber wir wollten sowieso dorthin. Ich denke nicht, dass es durch den Titel schlimmer wird. Wirklich grausam wäre es, jemandem den Titel zu verleihen und ihn zu zwingen, dann dorthin zu gehen. So wie ich das verstehe, ist das Wort exakt das, was man in der Vergangenheit mit unliebsamen Höflingen getan hat. Ja. Ich hätte den Titel gerne abgelehnt, aber da sie so deutlich gemacht hat, dass es keine Ehrung, sondern wirklich eine Bürde ist, das hat es noch unmöglicher gemacht, Nein zu sagen. Bin mir nicht sicher, was dies soll. Vor allem da wir bekanntermaßen zu unserem Wort stehen, bereits gesagt haben, wir werden uns um Janka bekümmern. Weiß es nicht. Vielleicht hat Abim das Geschenk sie überlegt. Ich habe das Gefühl, sie mag mich nicht. Er hat so seltsam gelächelt. Aber wir kennen uns nicht. Sie hat keinen Grund dazu. Gut, viele Frauen sind eifersüchtig auf meine Schönheit, aber sie muss sich da wirklich nicht verstecken. Wahrhaftig nicht. Und vor allem hat sie ja wohl mit dem guten Schar die beste aller Partien abgeschlossen. Oh, beim Thema, da hinten kommt er mit seinem Buch. Und wir kriegen das schon hin. Macht euch keine Sorgen. Wir werden sicherlich nicht noch einer sein, den Janka versucht. So, Boltax, Diamant, also ich muss euch die Reitstrauße zeigen. Wir können auch eine kleine Runde, es ist schon dunkel, aber ich lasse einfach die Wächterin, lasse ich einfach ein paar Lichter aufstellen und dann können wir mit den Reitstraußen durch das Palastviertel reiten. Was haltet ihr davon? Eine kleine Wette? Oh ja, Diamantes hat gesagt, er wollte sowas unbedingt mal machen. Ich bin etwas zu kurz, um auf so einem Strauß richtig sitzen zu können. Nein, wir haben auch Sattel für Zwerge. Oh, das ist... Wunderbar, Boltax, hast du das gehört? Auch Sattel für Zwerge. Ja, das ist ja fantastisch. Da muss ich mich gleich einmal locker machen. Ja, und dann vor ein paar Jahren war Albrax hier, den hatte ich auch dazu überredet. Oh, dann kann ich ja gar nicht anders. Ja, gut. Ja, so könnt ihr zu den Stallungen geführt werden. Und Arkos wird sich einen Reitstrauß schnappen, ein Kriegsstrauß tatsächlich sogar. Ihr könnt in den Käfig, es sind schon Käfige, auch wenn da keine dicke Eisenstäbe sind, aber daneben könnt ihr noch Reittiger erkennen, Reitelefanten. Also, ihr seid froh, dass ihr nicht auf einem Tiger reiten müsst. Oh, also, so ein Elefant, das wäre natürlich auch etwas, aber... Reitenprobe plus 10. Ich muss ja sagen, ich bin noch nie geritten, aber das muss doch einfach sein. Das Tier macht doch alles für einen, oder nicht? Ja, genau. Reitstrauße sind sogar noch einfacher als Pferde. Oh, das ist ja fantastisch. Ich würde gerne einen Herr über das Tierreich würfeln. Oh, okay, sehr gut. Ich muss auf Körperbeherrschung ableiten. Oh, ja. Oh. Ist das plus 20 plus, auf Körperbeherrschung? Plus 10 für das Ableiten und nochmal plus 10 für die Erschwernis, die es aus Reiten gab. Frage, welche Gefahrenstufe hat denn so ein... Ein Strauß? Ich glaube 13 oder so, 14? Das ist ein Kriegsstrauß. Also ja, ich sag mal diesen... Also, geht es um den Gefahrenwert nach Zobot? Gefahrenwert, genau, nach Zobot. Ja, was haben die nach Zobot für einen Gefahrenwert? Ich schaue gerade nach. Weil das sind die ASP, die ich reinballern muss. Ich würde sagen 12. Göttergefällige 12. Ach komm, ich verliere das nicht. Ich packe da 6 ASP rein in meine Körperbeherrschung. Warte noch, bis Daru raus. Hier, Strauße. Gefahrenwert 9. 9? Nee, die haben 10. Das sind Kriegsstrauße. Alles klar. Nachvollziehbar. Dann, ich lasse mir selbstverständlich. Gelungen? Wow. Du bist Viertelzauberer und hast da ASP reingeschickt? Ja, 6 Stück. 6 Stück, okay.
Ich muss das noch einmal regenerieren, fällt mir gerade auf, aber es macht sowieso keinen Unterschied. Ich habe genug ASP. Gegen welche MR zaubere ich da, Ru? MR von Strauß, Sekunde. Die erste Zahl ist geistig, also 2. Okay, ja, komm ich easy durch. Körperlich wäre 5, falls das noch interessant ist. Was macht der über das Tierreich? Ich kann dem Tier Befehle geben, die es perfekt ausführt. Also es hört wirklich auf mich und zwar 1:1, wie ich es möchte. Ja. Also ich weiß nicht, ob das die Reitenprobe obsolet macht oder einfach nur um die Szenen erleichtern. Ich denke, ich würde dir die Reitenprobe um 10 erleichtern. Du hast kein Reiten. Du hast Reiten. Ja, dann erleichtere ich sie dir um 10, aber die Erschwernis ist trotzdem 10 gewesen, also plus minus 0. Der Junge hat von den Besten gelernt. Natürlich kann er reiten. Jo, schaffe ich. Ja, so könnt ihr gemeinsam mit Arkos Schar mitten in der Dunkelheit durch das Palastviertel reiten. Ich guck gerade mal. Boltax wird zumindest Zweiter. Ja, Arkos ist einfach besser. Der hat halt Berufsgeheimnis und Talentspezialisierung für Kriegsstrauße, aber ich würfel trotzdem mal. Ja. Wir gehen aus dem Fenster hinterher, schütteln noch mit dem Kopf. Ich habe ihn doch gewarnt. Ja, ihr könnt auf alle Fälle oben bleiben und werdet dann Erster, Zweiter, Dritter, also Arkos Erster. Derweil können die anderen in Reihe Vademecum, Reihe Sutra gucken, euch noch weiter irgendwie unterhalten, die Rosen betrachten, den schönen Garten, den Spiegelpalast. Also, ihr verbringt einen sehr vergnüglichen Abend. Ich würde am Ende aber gerne noch versuchen, Rafim zu trösten, weil mir das ja auch neu war. Ja, und der arme Typ ist unfruchtbar. Ja. Oh, Rafim. Ich wusste das nicht. Das ist ja furchtbar. Also, es tut mir wirklich leid. Ich hatte ja keine Ahnung. Und manchmal habe ich dann ein paar Witze gemacht, die vielleicht jetzt im Nachbetrachtung übers Ziel hinausgeschossen sind. Aber sieh's mal so, du musst die fette Wachtel immerhin nicht heiraten. Auf jeden Fall, du bist dir selber nicht mehr ganz sicher. Also, woher auch immer Jalan das weiß, aber es klang schon sehr überzeugend. Ich möchte mal eben Selbstbeherrschung würfeln, ob ich nicht laut loslache, wenn der fette Wachtel sagt. Okay, ich kann mich beherrschen. Ich hab's dir noch damals gesagt, lass den Finger vom Boron weinen, das ist nicht gut. Genau so, was hat mit Boron Wein nichts zu tun. Ich erkläre euch das nachher. Ah, okay. Aber sieh's mal so, die Frau hätte ja nicht mal in deine Kajüte reingepasst. Nicht mal durch die Tür, die du für Mira also bauen lassen möchtest. Das wäre schon echt schwer gewesen. Das wäre echt schwer gewesen. Es ist sehr viel Frau, aber ihr seid auch ein großer Mann. Ja. Aber mir, ich versuche ihn gerade aufzubauen. Jetzt musst du nicht da reingrätschen. Ich versuche das hier mit Humor zu lösen. Guck mal, jetzt lächelt ab. Also, jetzt lächelt Rafim ja fast schon wieder. Ja, ich bin ehrlich gesagt auch wieder ein bisschen neu. Immerhin ist Rafim der einzige Held, der sogar noch schwerer ist als Raspartaner. Ne? Alle anderen werden leichter. Ja, das ist wirklich schade, Rafim. Eine so schöne Frau und dabei so beleibt. Ach, ich habe eine Schwäche für solche Frauen. Was soll ich euch vorstellen? Eine Sultana für mich. Oh, Rafim, für eine das Nacht. Ist auch weit über meinen Stand. Oh, ich stelle euch vor. Oh ja, das muss ich sehen. Ja, wenn du so nett wärst, ich weiß nicht, ob es funktioniert, aber... Ja, ich, Rafi würde sich mal in Richtung der vermutlich immer noch stark essenden Sultana begeben. Ja, die liegt auf so einer kleinen Sänfte, damit sie dann getragen werden kann. Da sind auch schon Stöcke reingesteckt, sie hat keine Lust mehr. Also der Nachbarpalast von ihr liegt einfach nebenan, aber das geht sie heute Abend nicht mehr. Die hat einfach schon zu viel gegessen. Da kannst du auch sehen, wie dann so 8 Bedienstete um sie herumstehen. Sklaven, die sie dann rübertragen, aber also sie ist nicht alleine. Gute Sultana, ja. Ich muss noch mal um Verzeihung bitten, dass ich mich selber heute hier so blamiert habe. Aber komm doch mal her. Ein Held aus der Schlacht gegen das Horasreich kann ich euch hier präsentieren. Mein guten Freund Diamantes, den solltet ihr unbedingt mal kennenlernen. Zwar kein Mitglied bei der Basaltfaust, seid ihr froh, aber ein... Natürlich ist der Mann fruchtbar. Schaut euch ihn an, wie der gebaut ist.
Der Diamantus räuspert ein bisschen in seine Faust, sichtlich nervös. Raphim und merkst wohl, wie sich ihre dicke Hand an deiner Hose entlang nach oben schiebt. Wie ihr seht, ein Prachtexemplar an anfahrnischer Männer. Direkt gedient in der Schwarzen Armada. Ein Geschützmeister, der weiß, wie man mit großen Sachen umgeht. Wenn ihr versteht, was ich meine. Wollt ihr noch mit rüberkommen auf einen Orangensaft? Ja, Orangensaft, das ist nicht mir weit, der liebste Saft. Ein paar Meter in die Richtung. Aber natürlich, Orangensaft. Habe ich noch nie getrunken, aber hört sich schon nach meinem Lieblingssaft an. Sie wird im Gesicht puterrot und klatscht dann in die Hände, in ihre Fetthände, sodass dann die 8 Sklaven jeweils 2 an einer Seite sie dann hochheben und sie so ein bisschen auf Kopfhöhe von dir. Ist ein bisschen größer als sie dann halt doch noch. Die Sklaven gehen ein bisschen in die Knie, aber sind das mittlerweile wohl gewohnt und fangen dann an, in Richtung Süden des Palastviertels zu laufen. Ich bin ein wenig eingeschüchtert von eurer Schönheit, wenn ich das so frei heraus sagen darf. Ich stand schon vor feindlichen Kriegsschiffen, aber so nervös war ich bisher noch nie. Ach, ganz ruhig, ganz ruhig. Ich bin sehr erfahren. Und wenn das gut mit uns läuft und ihr ein Held des Horasreiches seid, dann seid ihr bald vielleicht auch der Ehemann der Sultana von Palmyramis. Ich bin ein Held des Imperiums. Die Horasier fürchten mich. Sehr gut, sehr gut. Ich würde mir selber auf die Schulter klopfen, während ich weggehe. Ja, da steht ist mittlerweile hinter dir irgendwann aufgetaucht. Raphim? Raphim? Ja. Wo habt ihr Diamantus gelassen? Der schläft sich gerade die Treppe hoch. Er hat, er und die Sultana scheinen sich, als besondere Freunde gerade kennenzulernen. Und ich denke, spätestens wenn wir den Malma losgeworden sind, läuten hier wieder die Hochzeitsglocken. Ja, er hat Reihe einen wahren Dienst erbracht und zusammengeführt, was offensichtlich zusammengehört. Fragwürdigerweise, aber nun ja. Er scheint eine besondere Schwäche für die Damen mit gutem Hunger zu haben, wie er sagt. Das ist ja auch nachvollziehbar. Das trifft sich ja ganz hervorragend. Dann ist es ja doppelt gut, dass ich dich aus der Nummer rausgeboxt habe. Das ist korrekt und andererseits, Sulamin, ein bisschen mehr Schützenhilfe hätte ich schon erwartet. Also wirklich. Entschuldigung, ich enttäusche dich heute einfach nur, oder? Ist nicht dein bester Tag, aber es kommen ja auch wieder bessere. Ausgezeichnet, eine weitere Verbündete. Ich war einfach überrumpelt. Erst die Sache mit dem Titel und dann wollte sie dich verheiraten. Ja, und mit dem Titel brauchst du dir keine Sorgen machen. Ich passe auf den Obersten in aller Anfrau, wenn ich den am Leben halten kann. Dann auch dich. Nicht der Einzige, dem es so vorkommt, dass hier hinzukommen fast gefährlicher ist als nach Jakas verfahren. Ach Quatsch, das Straußenrennen war vollkommen ungefährlich. Was für ein Straußenrennen? Ich habe gegen Arkos und Diamantis ein Straußenrennen gemacht und bin Zweiter geworden. Man kann Straußen reiten? Ja. Wirklich? Ja. Du nicht, Raphim. Sind doch garstige Viecher, oder nicht? Nein, es war ganz nett. Nun wollen wir hoffen, dass sich Diamantis im Boudoir besser anstellt als beim Straußenreiten. Also, ich will ja nicht hier mit alten Geschichten prahlen, aber Diamantes soll sich ganz gut halten, was das angeht. Diamantes, würfel mal bitte einen W100. Schauen wir mal. Sulamin, die ist natürlich bewusst, weil zwischen Fasar und Zorgan liegt Palmyrabat. Und die ist das... das Schönheitsideal der palmyranischen Raya-Kirche geläufig, auch ohne Probe. Denn das Idealbild einer Frau für die Palmyra sieht wie folgt aus. Eine angesehene Frau arbeitet nicht, sondern gibt sich dem Vergnügen hin. Ihre Figur ist füllig, um die 100 Stein oder mehr. Dementsprechend ist sie mit 150 Kilo herausragend aussehen. Sie übt sich in der Verskunst und unterstützt Künstler als Gönnerin. Also schwängern wird er die nicht, da bin ich mir ziemlich sicher. Wenn man eine übergewichtige Stute zum Hengst stellt, wird das fast nie was. Aber vielleicht haben sie ja eine schöne Nacht miteinander? Oh, lass den Diamantester ein paar Mal drüber rutschen, dann wird das schon was.
wenn ihr mir den Ausdruck erlaubt. Du kannst den W10 anklicken, Rechtsklick, und daraus dann einen Prozentwürfel machen. Genau. Und dann gucken wir uns mal an. Ist das hier der W10? Das war der W8. Das ist der W8, der daneben muss es sein. Mit Rechtsklick und dann gibt es Prozent. Rechtsklick, Prozent. Ach so. Oh, das okay, ist gut. Ja, das ist gut für wen? 12 Minuten. Aber sie wird dich trotzdem heiraten. Ende. Ja, super. Ende.